Ich stand kurz vor der Karateprüfung zum ersten Dan, dem schwarzen Gürtel. Und dann, beim Kampf, passierte etwas, womit ich nicht gerechnet hatte. Beim seitlichen Fußtritt flog mir beinahe die Kniescheibe raus. Es schmerzte und ich wollte aufgeben. Doch da motivierte mich unser Trainer Horst mit einem einfachen Satz, den ich bis heute nicht vergessen kann. Und immer, wenn ich dabei bin, aufzugeben, dann muss ich an diesen einen Satz denken. Er lautete: Wenn du aufgeben willst, denke daran, warum du angefangen hast.